Also, es ist ein krankes Matchup. Wobei, einmal ist er echt früh gestorben. Das war im zweiten Match, wo er den ersten Stock ziemlich früh holt. Und dann geht er offstage und ich greife einen Bouncing Fish und dann einen Backer, also in der, an der Kante bei 80 und er ist verreckt. Ja. Das war halt der. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich, glaube ich, 2-1. Also, wäre es 2-1 ausgegangen. Ja. Ja. Hätte ich das Match verloren, wahrscheinlich. So, Raf gegen Manu. Kannst du irgendwas sagen über die beiden? Also, Manu kommt seit ein paar Wochen. Oder was heißt seit ein paar Wochen? Der war schon ein paar Mal da. Spielt eigentlich nur Byleth. Wir spielen häufiger mal Friendlies. Aha. Zwischen uns ist es ziemlich even, was natürlich nicht viel reißen muss. Ja, okay. Ich würde sagen, was ich an seinem Spielstil gut finde, ist, dass er, finde ich, zumindest gegen meine Projektile extrem gutes Move. Mhm. Wow. Komisch, komisch. Audio-Probleme? Also bis jetzt hat mich das gar nicht... Ah, vielleicht musst du es drehen. Ja, vielleicht musst du es drehen. Also ich muss sagen, der erste Stock war richtig, war nicht schlecht. Ich hab ihn leider gar nicht mitbekommen, weil er muss wieder öffnen, aber... Und, was ich auch sagen muss, er hat den besten Beidiff-Skin. Das ist der Edelgard sowieso, war eh die geilste von allen. Ja. So, ja, okay, gefällt mir. Was ich sagen wollte, er spielt auf jeden Fall sehr aggressiv. Er liebt es, sehr viele Hitboxen rauszuwerfen. Er nutzt seine Range auch, finde ich, sehr gut. Ja, schöner Pfeil. Ja, Punish! Nein! Stell dir vor! Ein schöner Nair, was gibt's? Der Stack liebt er, ja. Was ist denn da passiert? Hat er wohl keinen Jump? Kein Jump mehr, oder was? Das sah nicht ganz richtig aus. Der ist ja auf dem Boden gelandet nach der. Das war illegal, ja. Ja, es war illegal, 100%. So, stattdessen, also ganz ehrlich, er dominiert den gerade ziemlich. Ziemlich, ja. Und er spielt auch für dich, dass er. Was, ein paar Wochen sagst du, ist er jetzt hier? Ja, seit ein paar Monaten, er kommt nicht super regelmäßig, aber war schon einige Male da auf jeden Fall. Okay, krass. Ja, ist nicht schlecht, hat Potenzial auf jeden Fall. Der Raf. Raphael, weiß ich. Ah, er ist Raf. Zum zweiten Mal da ist. Ja, stimmt. Und das erste Mal war wirklich das erste Mal, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube auch. Ja, okay. Aber trotzdem, Manu ist relativ präzise mit dem, was er macht, so, er versteht seinen Charakter relativ gut, denke ich. Sieht ganz gut aus, was er macht. Schöner Versuch. Was gibt's für ein Punish? Er hätte Bananen und dann gegrabt. Er hätte auch einfach Bananen Upsmasher so machen können, wahrscheinlich für einen Kill. Oh mein Gott, der Pfeil killt. Der Pfeil hätte auf jeden Fall gekillt. Okay, überlebt, oder? Ja. Was mit der Banane? Ah, lass es doch liegen, die war doch schön. Ja, okay. Guter Catch mit dem Upsmash. Das war ein Fake Ledge Trap, aber hat auf jeden Fall sehr fake, aber hat zufällig funktioniert, so wie es sei. Oh, Nair to Nair. Das ist ja auch sehr interessant. Ja, sieht man nicht oft. Einfach mit der Dash Attack gefangen. Ja, ich schwöre, wenn ich gegen Manu spiele, ich denke wirklich, dieser Dash Attack von Byleth ist einfach der absolut brokenste Move. Der ist wirklich. Nein! Nicht lange genug aufgeladen, glaube ich. Ich glaube, es hat schon können, vielleicht. Ich denke schon. Also zweimal illegal gestorben, kann man festhalten. Das war nicht ganz clean, das Match. Aber okay, Mann. Kann ja noch besser werden. Ich bin positiv überrascht, sag ich ehrlich. Mhm. Ich konnte es aber gerade sehr gut aussetzen, weil ich glaube, Raf war einfach viel zu überwältigt. Ah, okay. Er hat nicht so richtig die Counter-Pressure irgendjemals aufgebaut. War selten in Advantage. Okay. Und ich glaube, da ist eigentlich Manus größte Schwäche. So von dem, was ich ging. Wenn er selbst unter Pressure steht, ja, oder wie? Weil er ist super gut da drin. Sein Neutral ist ziemlich stark. Er nutzt seine Range super gut, finde ich. Und auch sein Movement ist ganz gut. Und er wirft halt einfach aber immer wieder Hitboxen raus. So, er mag es irgendwie nicht gern zu schielen, habe ich das Gefühl. Okay. Das heißt, er wird auch sehr gut gekommen, wenn man ihn mal kriegt. Ja. Kommt nicht gut aus Disadvantage wieder raus. Kein Tag, wurde mit F-Tit gepunished. Ja, bis jetzt hat er den Pfeil immer geschossen. Ich habe aufgepasst, jedes einzelne Mal. Also nicht einmal den Pfeil. Stimmt, das ist ja eine Option, dass er einfach gar nicht macht. Ja, ja, könnte er machen, aber ne, er bleibt weiter dabei. Denkt sich. Das hat oft genug getroffen, muss man auch sagen. Ja. Ja. Ah, okay. Ja, Byleth out of Shield, was geht so? Abbi und Dash und Nair vielleicht oder so, aber das ist alles nicht so super toll. Das ist super schnell, ne? Ja. Das ist ein schöner Dash. Hat der eigentlich einen Tipper oder sowas? Weißt du das? Der Dash-Deck, ja. Der Dash-Deck, ja, okay. Und der ist auch richtig brutal, also. Der killt dich locker bei 80 in der Ledge. Ehrlich? Ja, der ist so stark. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der ist schon ziemlich strong. Das reicht, glaube ich. Knapp. Der hat keinen Jump. Ja. Ja. Oh, Mann. Ja. Ich glaube, der hat den Jump mit dem Pfeil getroffen. Mhm. Das war halt richtig mies. Ja, da musst du echt aufpassen. Okay, nice Dash Attack. Er hat die Banane. Was kann man machen? Er rutscht auf seine eigene Banane. Okay, net Dash Attack. Den einfach Tech.
Es covert im Prinzip alles, ja. Was richtig gemacht. Eigentlich schon, ja. Gar nicht so doof. Ob wir den goldenen Arrow auch mal sehen? Eh nicht, oder? Ach, vielleicht. Meinst du, vielleicht, der macht vielleicht so? Wir ja noch einen, hier vielleicht. Ja. Vielleicht gibt's noch jetzt einen bösen Shieldbreak. Das wäre krank. Ah, ja klar. Und dann als... Hier. Der trifft einen. Aber du hast Smash 4 zum Glück nicht miterlebt. Da war das noch viel schlimmer mit Diddy Kongs Upsmash. Da war Diddy Kong ja der beste Charakter so ungefähr. Und Upsmash war einfach... Oh! Wie hat er gekillt? Er hat Upbeat gemacht. Und dann er stand auf der unter Plattform, der Plattform, aber er hat die Plattform getroffen und ist trotzdem die Hitbox connected. Und sind gestorben. Ja. What the fuck? Das ist wild, ey. Oh! Oder machst du das nochmal einfach? Das ist ein Fuchs, das mach ich nochmal. Komm. Die Range! Digga, lass den F-Smash stecken, Uptilt reicht doch auch. Hier, er war F-Smash bei 145 oder was? Let's go. Die Range auf den Charakter ist so das Beste. Geil, oder? Einfach nur richtig. Oh, kennst du Soul Calibur? Kennst du Ivy? Nee. Die mit dem Kettenschwert? Nee, okay. Die ist ungefähr die gerade einfach. Oh, nice AP. Aber er macht sich selbst auch Damage. Schön. Das war schön. Smash für Damage. Und Stage Banane. Control. Die Banane. Ja. Ah, macht wahrscheinlich eine neue. Hat eigentlich genug Zeit. Stattdessen rollt der 5 mal hin und her. Ja. Auch gut. Dash Attack. Knapper Fall. Sehr knapp. Nein, schon wieder nicht geschafft mit der AP. Sehr, sehr schade. Ach, da kann man ein Lied von singen, die Runde. Es waren viel zu viele SDs sozusagen. Ja, oh, Mann. Das ist wahr. Aber to be fair, finde ich jetzt bei Diddy auch Diddy Kong. Bei Diddy Kong. Ist nicht unbedingt super simpel. Ja, man muss es können. Gerade wenn du neu bist, man muss es erstmal reinkommen mit dem Kong. Aber wenn man competitive auf dem